Ja, der Lockdown für Ungeimpfte, der ist nun in Kraft und Realität. Eine ganz besondere Herausforderung ist die Kontrolle dieser Maßnahme. Der Polizei kommt da eine besondere Rolle zu. Wie laufen diese Kontrollen im Moment? Was ist hier auch von Seiten der Bevölkerung zu erwarten? Verändert sich das Stadtbild? Wie darf man sich das vorstellen? Ja, also vorab gilt mal zu sagen, dass wir seitens der Polizei ja jetzt seit längerer Zeit bereits diese Maßnahmen auch kontrollieren. Das heißt, es ist kein ganz neuer Bereich. Natürlich kommen immer mit neuen Verordnungen auch neue Aufgaben auf die Polizei zu. Aber hier basiert diese Kontrolle auf zwei wesentlichen Säulen. Erstens mal, dass wir zusätzliche Kräfte jetzt aufgestellt haben, das heißt pro Bezirk zwei Streifenkraftwagen, die zusätzlich unterwegs sind. Und der zweite wesentliche Punkt ist, dass es im Zuge von polizeilichen Amtshandlungen dort womöglich auch zu Kontrollen des 2G-Nachweises kommen kann. Sie haben es bereits erwähnt, es ist nicht ganz etwas Neues. Es wird bereits im Rahmen dieser 2G-Verordnung auch kontrolliert. Gibt es da schon erste Zahlen? Wie oft wurde kontrolliert? Gibt es da eine erste Bilanz? Ja, also im Prinzip haben ja diese 2G-Kontrollen mit der letzten Woche gestartet und dort wurde auch angekündigt, dass der Kontrolldruck erhöht wird. Das war auch so. Wir hatten davor knapp 10.000 Kontrollen. In der letzten Woche hatten wir rund 15.000 Kontrollen. Aber hier muss man auch ganz klar sagen, auch hier zeigt sich wieder die 3D-Philosophie der Polizei mit Dialog, Deeskalation und dann durchgreifen. Denn es waren von diesen 15.000 Kontrollen lediglich knapp 400 Anzeigen dabei. Das heißt, auch hier zeigt sich wieder, dass die Polizei wirklich Bevölkerungspartner ist und die Bevölkerung auch sehr viel Verständnis für die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten hat. Es ist auch so, dass nicht nur die Polizei alleine für diese Kontrollen verantwortlich ist, sondern über weite Strecken auch im Tandem mit der Einsatzgruppe sofort Maßnahmen. Wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit? Wer kontrolliert eigentlich? Ist es zuerst die Sofortgruppe und die Polizei assistiert? Ist es umgekehrt? Wie darf man sich's vorstellen? Ja, also da kann man grundsätzlich dazu sagen, dass das Covid-Thema ja ein Gesundheitsthema ist. Die Polizei hat allerdings hier den gesetzlichen Auftrag bekommen, eben die Gesundheit zu unterstützen, ist auch ganz klar. Hier fehlen natürlich in den Gesundheitsbehörden die Organe für diese Umsetzung und somit unterstützt hier die Polizei. Das heißt, Kontrollen können so stattfinden, dass das einerseits die Polizei aus eigenem aufgrund dieses Auftrages macht, andererseits gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden und natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass die Gesundheitsbehörden selbstständig kontrollieren und das ist immer variabel. Das heißt, man wird hin und wieder die Polizei alleine sehen, man wird die Gesundheitsbehörde alleine sehen und auch gemeinsam. Also das ist eigentlich das Bild, an das man sich jetzt aktuell gewöhnen kann. Der Lockdown für Ungeimpfte ist verbunden und bedungen mit Ausgangssperren. Ungeimpfte Personen dürfen nicht den eigenen Wohnbereich verlassen, nur in Ausnahmefällen. Wie wird das kontrolliert? In Lokalen, da ist es relativ einfach. Jedoch, wie funktioniert das im normalen Straßenverkehr, respektive auch in der Stadt, wenn man zu Fuß geht? Wie kann die Polizei das unterscheiden? Gibt es Schwerpunktkontrollen? Wird dann eine Straße abgesperrt? Wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es eigentlich zwei wichtige Punkte zu sagen. Einerseits wird es sehr starke Kontrollen geben, das heißt, bei jeder Verkehrsanhaltung wird die 2G-Regelung kontrolliert, bei jeder Amtshandlung, die es zulässt, wird die 2G-Regelung kontrolliert. Andererseits aber das Ganze natürlich immer mit Verhältnismäßigkeit und Fingerspitzengefühl. Das war wirklich von Anfang an ein großer Appell der Polizei, auch speziell jetzt in der Unterstützung für die Gesundheit, hier ein Partner der Bevölkerung gegen die Krise zu sein und kein Gegner der Bevölkerung. Das heißt, die Polizei ist nicht auf Strafen aus. Es wird in erster Instanz natürlich versucht, über den Dialog, über das Gespräch eine Einigung zu finden, eine Möglichkeit zu finden. Aber natürlich gibt es auch entsprechend, wenn es hier Gegenwehr oder Gegenwind gibt, kann es natürlich auch zu entsprechenden Maßnahmen kommen. Und die Anzeigen gehen ja dann von mehreren hundert Euro bis zu mehreren tausend Euro. Also auch das ist hier nicht ausgeschlossen. Geht es aber auch in die andere Richtung? Sie haben die dialogische Vorgangsweise bereits erwähnt. Wenn jemand Einsicht zeigt, vielleicht den Impfpass beim Friseur vergessen hat oder vielleicht nicht mit dabei oder gerade kurz vorm zweiten Stich ist, es gibt ja auch immer Grenzbereiche, gibt es da auch die Möglichkeit, wenn Einsicht da ist, dass man hier auch mit einer entsprechend moderaten Vorgehensweise agiert? Ja, also man hat natürlich einen gewissen Spielraum im Einschreiten, aber es ist immer sehr schwer, solche Einzelfälle jetzt hier zu kommentieren. Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, es ist ja im Gesetz auch dieser Passus, dieses Glaubhaftmachens drinnen und das ist ein ganz wesentlicher, weil hier kann man auch beispielsweise, man muss jetzt keine Meldezettel mitführen, aber man kann über WhatsApp-Verläufe, über E-Mails, Ähnliches, über solche Dinge natürlich auch gewisse Dinge glaubhaft machen und auch das hilft natürlich im Alltag, hilft den Polizistinnen und Polizisten beim Einschreiten, hilft den Leuten, die hier kontrolliert werden. Also wenn man sich da irgendwas zurecht wo man sagt, ich habe da zwar jetzt was vergessen, aber vielleicht eine Alternative mit, wo ich dann doch bestätigen kann, dass ich jetzt zu Recht hier unterwegs bin, dann sollte man das natürlich auch mitführen. Das kann man auf alle Fälle als Empfehlung abgeben und es wird aber auf alle Fälle versucht, mit Fingerspitzengefühl einzuschreiten. Mhm.
Vielleicht auch mal in die andere Richtung gefragt, wie kann es auch die Bevölkerung der Polizei leichter machen? Es ist eine aufgeheizte Thematik, die gewisse Emotionen auch auslöst. Was würde sich eigentlich auch die Polizei wünschen in diesem Zusammenhang? Ja, also grundsätzlich können wir sagen, dass das Verständnis in der Bevölkerung ein sehr großes ist, ein sehr gutes ist und das eigentlich seit Beginn dieser ersten Covid-Maßnahmen. Also wenn man sich auch jetzt die Zahlen in der letzten Woche anschaut, wo es knapp 15.000 Kontrollen gegeben hat und nur rund 400 Anzeigen, zahlreiche Abmahnungen, dann sieht man eigentlich, dass dieses Dialog, dieses Gespräch und diese Partnerschaft mit der Bevölkerung sehr gut funktioniert. Das wollen wir weiterhin beibehalten, aber hier muss auch wirklich noch einmal gesagt werden, es geht hier gegen eine derzeit sehr starke Pandemie und da muss man natürlich auch einen guten Mittelweg finden, einerseits zu kontrollieren, andererseits das Ganze aber mit Gefühl und Verhältnismäßigkeit zu machen. Alles klar, dann sage ich vielen herzlichen Dank, wünsche noch alles Gute, danke. Dankeschön ebenfalls.